Ich war gestern bei einer Klientin und die sagte dann, ich bemühe mich eh positiv zu denken, beziehungsweise ich probiere ja positiv zu denken, ich probiere es eh. Und ich habe zu ihr dann gesagt, probier einfach mal aufzustehen. Und sie ist, wie wenn es ein Befehl gewesen war, einfach aufgestanden, obwohl es ziemlich krank ist und kaum gehen und sich halten kann, hat sie sich dazu überwunden, hat gekämpft und ist aufgestanden. Und sage ich, wow, das ist schon mal ganz gut, aber es stimmt nicht ganz, weil ich habe gesagt, du sollst versuchen aufzustehen. Ich habe nicht gesagt, du sollst aufstehen. Und dann hat es geschnackelt. Wenn ich versuche, positiv zu denken, bleibe ich in meinen negativen Denkmustern hängen und weiß, es gibt da was, was erstrebenswert wäre, ich aber nicht bereit bin zu tun. Nochmal. Wenn ich positiv zu denken versuche, weiß ich wohl, dass es etwas gibt, was ich bereit wäre, was ich gerne möchte, aber nicht bereit wäre zu tun. Ich bleibe in meinen alten Denkmustern haften, verhaften, hängen. Und wie der Name des Denkmusters schon sagt, es ist lediglich ein Muster. Wenn ich ein kariertes Denkmuster habe, klein oder groß kariert, ist völlig wurscht, kann ich auch ein gepunktetes nehmen. Am allerbesten ist, ich nehme ein Denkmuster wie eine weiße Fahne, weil ich mir dann jeden Tag genau das drauf projizieren kann, ganz bewusst, was ich wirklich ab sofort erleben möchte. Und wenn ich mal Ruhe haben möchte, projiziere ich mir Ruhe. Und wenn ich Liebe haben möchte, gebe ich Liebe und projiziere sie drauf. Wenn ich Zweisamkeit haben möchte und ich bin alleine, dann gehe ich raus und nehme den Nächstbesten, der auf der Parkbank sitzt, setze mich zu dem hin und erzähle ihm eine Geschichte, aber nicht ansudern und schon habe ich Zweisamkeit. Wenn ich eine Gaudi haben will, dann gehe ich raus und gehe dorthin, wo eine Gaudi ist, zum Beispiel ins Freibad. Wenn ich mich berieseln lassen möchte, schalte ich nicht am Fernseher ein, sondern gehe unter die Dusche und lasse mich von Wasser berieseln und stelle mir vor, was alles wegschwimmt. Also ich habe 1.013.000 Möglichkeiten, jeden Tag exakt das zu erleben, was ich möchte. Allerdings muss ich natürlich, wie beim Radio, an diesem Rad drehen. Das heißt, unser Leben hat keine Stationstasten. Das ist auch der Irrglaube. Wir glauben, dass unser Leben sich umprogrammieren lässt, wie ein Fernseher, ich drücke auf einen anderen Knopf und plötzlich habe ich ein anderes Programm. Nein, die alten Fernseher, die haben ein Radl gehabt und die alten Radios auch. Das heißt, ich muss da dran drehen, ich muss meine Einstellung ändern, bis ich einen Sender gefunden habe, der mir gefällt und dann stelle ich den scharf, dann mache ich den Kontrast und die Helligkeit optimal, gebe dem Ganzen etwas Farbe und siehe da, ich bin in einem völlig neuen Film. Und ich wünsche dir relativ viel Freude und viel Erfolg damit natürlich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viel Freude damit, deine Knöpfe zu finden und daran einfach rumzudrehen. Dreh ein bisschen an deine Knöpfe, dann brauchst du nicht die Welt verändern. Das ist nämlich ziemlich schwierig und funktioniert auch nicht. In diesem Sinne, Namaste.